jetzt sind wir im Salzwasser und da bleiben wir dann auch hoffentlich bis auf der anderen Seite vom Atlantik. Riecht doch direkt ganz anders hier. Nach Meer. So, ich tanke jetzt noch eine Runde in Almuiden und dann geht es weiter nach Scheveningen. Im Hintergrund sieht man übrigens diese Vorinsel, die es auch hier gibt, mit ein paar deutschen Bunkeranlagen, die da noch drauf sind. Die Dinger, die sind ja echt unkaputtbar. Und man kann auch sehen, an der Uferlinie, an der Wasserlinie ist gerade Hochwasser. Also kurz davor oder kurz danach, weiß ich jetzt nicht. Aber das sollte für mich von Vorteil sein, denn wenn der Strom dann auf Ablaufen dreht, setzt der Richtung Westen und deutet mich dann so ein bisschen. Also sollte ich dann noch ein bisschen schneller sein können. Alles klar. Stärke, perfekt, plus Strom, besser geht's ja gar nicht. Aber wahrscheinlich kommt es wieder anders und es müsste eigentlich auch mal langsam wieder anfangen zu regnen. Shining sky, golden fields, tangled vine between you and me. There were only words, rescued from fire. Nothing burns like this desire. So, 5:30. Jetzt mal so ein bisschen in 10 Minuten Etappen gepennt. Da habe ich mir hier so einen Supi-Timer bestellt. Den macht man an. Und dann piept er alle, was weiß ich, x Minuten. Und sobald man Stopp drückt, fängt das wieder von vorne an. Also eigentlich ideal für so Intervallpennen. Mehr geht hier beim besten Willen nicht bei dem ganzen Verkehr. Da hinten ist ein Verkehrstrennungsgebiet. Da fahren die großen Pötter aus der Marsmündung. Und dann fahren hier immer wieder mal Lotsenboote, Fischerboote, andere Segler. Ja, da hinten sieht man jetzt schon die Skyline von Scheveningen.
Boah, ich schätze mal, es werden jetzt noch so 10 Meilen sein. Vielleicht ein bisschen weniger. Und ja, Liegeplatz suchen, duschen gehen, dann werde ich mir heute Abend noch ein praktisches Essen rein donnern. With these broken roots, frozen ground, what remains will always be around. Now these twilight hours. So, Ankunft in Scheveningen, schön durchfrittiert wie üblich, noch 8 Uhr geworden. Hier auf Päckchen mit 1000 Leuten. Der Hafen, der ist packenvoll. Also wenn man hier mal hin will, da muss man, muss man immer auf Päckchen liegen. Ne? Und dann muss ich mal sehen, wann ich morgen früh losfahre nach Ostende. Der ist nochmal 70, 80 Meilen von meiner Ecke. Ich gehe jetzt mal was essen. Bis später. So, guten Morgen, gute Nacht, guten Morgen, jetzt kurz vor 3 und ich will euch nicht immer was vorgehen, aber ich bin halt echt ziemlich kaputt und ist halt so. Jetzt gleich los nach Ostende. Oh, ich habe gerade so richtig schön gelegen und gepennt und naja. Aber es regnet mal nicht, das ist ja auch immer was Schönes. Ja, dafür tut mir tierisch meine Hand weh, weil ich gestern unter die Sprayhood gegriffen und wollte da was rausholen und hab dann mit dem Nagel bin ich dann so an so einer Stoffkante eingefädelt und hab mir dann so richtig so eine scharfe Stoffkante unter den Nagel getrieben und das hat natürlich auch direkt geblutet wie Sau und das tut weh, das ist echt der Hammer. Naja, also ich mache jetzt mal ein Käffchen, ein Brot, das übliche Prozedere, versuche irgendwie ein bisschen wach zu werden, geradeaus gucken zu können und dann mache ich mich auf den Weg und versuche dann heute meinen Tag nochmal so ein bisschen Schlaf nachzuholen, hoffe dann irgendwie heute am späteren Abend da zu sein. Jo, alles klar. Bis später, ne? Tschüss. So, los geht's. Ja, kurz nach 4. So wie wir es planten. So, da ist die Molenbefeuerung. Jetzt hier quasi im Vorhafen. 7 Meter tief. Ja. Mal gleich mal gucken, wie der Strom draußen setzt. Muss jetzt ablaufendes Wasser sein, also von rechts nach links. Weil das da relativ eng ist, die Einfahrt. Vielleicht ein bisschen vorhalten gleich. Dass wir da nicht rausgetrieben werden. Der Mond hat heute einen kleinen Punkt. Thank you.
Rotterdam. Dezente Hafen- und Industrieanlage. So, ihr hört schon, ich habe die Maschine zugeschaltet, weil wir jetzt in den Mars-Entrance-Bereich da reinfahren. Außerdem geht jetzt hier auch gerade ein bisschen der Wind flöten. Beziehungsweise ist nicht so viel Wind, denn wir werden immer höher und höher. Also, bis wir jetzt hier durch sind, Maschine dazu. Maschine muss man eh auf Standby mitlaufen lassen. Mars Entrance, Mars Entrance, Mars Entrance. Hier ist die Carpe Diem, bitte kommen. Yo, good morning. We'd like to pass the Mars Entrance area. We are 1 mile east from the buoy Mike November 1. Over. Okay, understood. And what is your ship's name? Over. It's Carpe Diem. Carpe Diem, okay. I see two sail barges. You are one of the closest to the shore? Yeah, I think so. Okay, I hope so. Okay, stand by the channel and proceed. Stand by. Thanks. Over. Oh, das ging einfach. So, Rotterdam, hier ist die Hafenbohle, auch diese neue, die da gerade bauen. Riesending. Und hier fährt ein Ding nach dem anderen rein. Wind hat jetzt wieder schön zugenommen, das geht jetzt auch wieder richtig ab. Oder läuft nur noch auf Standby. Wir sind jetzt schon in dieser Passagerinne. So, hier ist die Steuerbordseite. Bisschen wundert, da hinten sind auch zwei Segler, die fahren aber deutlich weiter oben durch, so wie es aussieht, obwohl ich schon auf der Steuerbordbegrenzung bin von dem Fahrwasser. Naja, was weiß ich, sind Holländer, die werden sich auskennen. So, den behalten wir mal ein bisschen im Auge. Kreuzfahrtschiff, ich habe jetzt mal die Schoten hier ein bisschen gefiert. Weil der echt sehr schnell ist. Dann lassen wir noch durchgehen. Eigentlich mal schön eine stehende Peilung hier mit dem. Jetzt mal ran umgelupft. Es ist unglaublich, wie schnell die da sind. Ey. Aber der wird jetzt durchgehen. Und dahinter kommt nämlich schon direkt der nächste. Ich muss jetzt echt mal sehen, dass ich hier durchkomme. Also auch den schaffe ich nicht. Die sind zu schnell. Okay, mit dem legen wir uns nicht an. Took my daddy's car and a bottle of pills. I'm gonna drive to the top of the Fairmont Hill. Put it in drive, take my hands off the wheel. I gotta know, goddamn it, how living feels. I got a death wish, I don't care who knows. I'm gonna drive downtown, see how it goes. I got a death wish, I don't care who knows. I'm gonna head downtown, see how it goes. Gonna snort raw paint to crack cocaine. I'm gonna shoot sawdust right into my vein. So, ist jetzt Viertel nach eins, Zeit was zu essen. Mir ist auch ein bisschen kotterig so die letzten zwei Stunden, aber ist doch alles im Rahmen. Ich habe jetzt keinen Bock da irgendwie groß hantiert zu machen, deswegen gibt es jetzt mal leckere Spaghetti Bolognese. Ich werde berichten, wie es schmeckt, bin schon ganz gespannt. Also riechen tut es wirklich ganz gut. Ich kommt jetzt Wasser rein, dann 10 Minuten stehen lassen und dann gucken wir mal. Ja, das war eigentlich ganz okay gewesen. Ich zeige es jetzt nicht mehr. Ist erstens aufgegessen und zweitens sieht halt aus wie Nudeln, die klein geschnitten sind und ein bisschen viel Soße drauf ist. Aber schmeckt wie Bolognese. Jetzt hoffe ich nur, dass es drin bleibt und ja. Ich habe mich in der Zwischenzeit übrigens entschlossen, nicht nach Ostende zu fahren, sondern nach Seebrügge, das ist direkt daneben. Also es ist von der Entfernung das gleiche. Nur in Ostende muss man, um in diesen inneren Hafen zu kommen, der wohl auch dann empfohlen wird,
auch wenn man da länger liegen bleiben will, muss man durch eine Schleuse und die macht heute um 9:30 letzte Schleusendings-Intervall. Ich glaube, das wird knapp bei mir. Also das sind jetzt noch bestimmt 35 Meilen und das ist jetzt gleich ja, so 2 Uhr. Also so, ich habe momentan den Strom noch ein bisschen gegen an. 1,7 Knoten gegen an. Das wird nachher sich noch ein bisschen kompensieren, aber ich werde einen Schnitt von 5 Knoten vielleicht schaffen. Also jetzt nochmal 7 Stunden, dann wäre es 9. Könnte also gerade so klappen, aber mit Anfahrt und Segelbergen und Hantier und hast du nicht gesehen und dann ist irgendwie noch was, klappt das wieder nicht. Also, Seebrügge, muss auch ein guter Hafen sein und ein Bahnhof gibt es da sicher auch. Alles klar, bis später. Minuten Schlaf und los. So, 4:30 haben wir und ja, jetzt ist eigentlich ganz schön. Der Wind hat jetzt mal wieder zugenommen auf 20 Knoten. Kann man noch ganz gut handeln. Ich habe jetzt nochmal den Windpilot aktiviert. Also der macht das echt top. Ruder ein bisschen trimmen vorher. Dass der also in Mittelstellung schon ein bisschen Stützruder nach Lee gibt, um gegen die Luftgierigkeit hier hoch am Wind zu arbeiten. So, jetzt sind es noch ein paar Meter, 0,3 Seemeilen und dann sind wir in Belgien. Hier ist also die Grenze. Und ich habe jetzt auch mal das AIS angeschlossen. Man hat dann hier unten also quasi eine Liste der Schiffe, von denen der ein Signal empfängt. Hier ist Schiffsname, Schiffsklasse, MMSI-Nummer, dann kann man die also auch anfunken. Schiffstyp, also hier ist ein Cargo-Schiff, Frachtschiff. Distanz zum closest point of approach, also wie weit ist der Punkt der größten Annäherung noch entfernt. Das ist jetzt hier bei dem ersten so eine halbe Meile. So, das müssen wir mal gucken, wo wir den hier haben. Also bis jetzt sehe ich mal nix. So, hier unten sind ein paar. Hier fährt einer. Das schwarz gestrichelte ist die zurückgelegte Linie und das rote ist die voraussichtliche Linie. Dann ist er weg. Dann ist er hier. Also das wechselt immer mal, weil ich auch schon mal ein Signal verliere. Ah, hier. Da ist er. Hier, da. Also der kommt mir hier auf Kreuzkurs entgegen. Also da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist gut, dass ich jetzt mal gerade zufällig drauf gucke. Das ist der hier. Vessel for you Operations, keine Ahnung was das ist, fährt nicht besonders schnell, 4,2 Knoten, Kurs 230 Grad, das können wir jetzt hier
weiter spinnen. Das ist aber nicht. Das ist eher hier unten der, aber wo ist denn der andere? Also ihr merkt schon, so ganz 100% bin ich noch nicht firm damit. Aber der andere, also der müsste ja in meiner unmittelbaren Nähe sein und ich sehe drauf. Ah, hier, da. Hier ist auch noch einer. Hier oben. Okay. Also der kreuzt hier rein. Ich vermute mal, dass das hier so eine Hauptzufahrt ist. Ja, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Gut. So, also Belgien. So, da hinten sind auch schon die ersten Häuser und sowas zu erkennen. Hier rechts ist Industrie oder Hafenhaus oder sowas. Also das sollte eine Innenseebrücke sein. Stimmt auch so von der Peilung her. Ich muss jetzt hier gleich links runter, muss ein bisschen aufpassen wegen den Untiefen. Ja, aber jetzt kann man es halt sehen und es dauert trotzdem noch. Aber rollen jetzt doch schon ein paar ganz schöne Oschis an. Der Autopilot hat da auch richtig hantiert, um da den Kurs zu halten. Und wieder andersrum. Und wieder andersrum. Der kann halt nicht antizipieren. Das ist natürlich 8,1. Das ist natürlich auch der Welle geschuldet, die uns jetzt hier richtig deut. So, Hafeneinfahrt Seebrücke. On the bus, you can try to make.